Eins, zwei, drei. Man muss sich wirklich vor Augen halten, dass diese Musik, die Suite und die Serenade von Schönberg in den 1920er Jahren wirklich Avantgarde war. Es ist aber dann dazu gekommen, dass natürlich durch den aufkommenden Antisemitismus in Österreich diese Musik in eine Schieflage geraten ist und dann sogar zur entarteten Musik, zur entarteten Kunst abgestempelt wurde. Schönberg selber nach 1945 hatte nicht wirklich viel Zeit, denn er ist leider bald danach gestorben, sich darum zu kümmern, um eine Aufarbeitung, um eine Wiedergutmachung, soweit das vielleicht möglich wäre. Es ist eine Musik, die anders ist, aber großartig, und sie erzählt etwas, was nur von Musik erzählt werden kann. Die Musik ist nicht jetzt nur ernsthafte, schwierig zugängliche neue Musik oder Avantgarde-Musik, sondern sie hat auch Humor.